Hallo und willkommen zurück bei Let's Play Lego Racers. Ja, wie gesagt, baue ich hier jetzt wie jedes Mal, seitdem ich es auch das erste Mal gemacht habe, also ab Part 4, wieder einen neuen zusammen. Und wieder mit dem tollen Gesicht. Das Gesicht hat es mir angetan. So, dies wird ein Zylindermensch, ein keine Ahnung was. Das Ari LP. Na, passt nicht. Okay. Genau. Da. So, und ich spiele immer noch am Stück für euch, wird das sich wohl einiges hinziehen. Aber nicht für mich, weil ich werde hier am Stück spielen. Und bla, mir fehlen gerade die Worte. Sorry, dass ich gerade so einfallslos bin, aber ich habe heute das erste Mal wirklich auf die Uhr geschaut und hoffe, dass das so auch endlich mal funktioniert, wie ich es mir gedacht habe. Weil das wäre dann endlich mal ganz gut. Dann könnte ich damit auch lernen, umzugehen. Und wir basteln uns jetzt irgendwas Großes. Passt das noch an die Seite? Tatsache. Hoho. Aha. Nee, keine Antennen. Ich will... Dann ist das schwarze Teil hier wahrscheinlich. Nee. Wo ist denn das dann? Da! Zip, dahin. Das ist aber nicht schwarz, verdammt. Dann muss ich das eben nochmal suchen, oder ist das doch hier? Nein. Okay, weiter suchen. Das ist das Gelbe. Da ist nichts. Hier ist das auch nicht. Gibt's das nicht einfach in Schwarz? Das nervt mich gerade ein bisschen. Na toll. Hier gibt's nur die Standardklötze und hier. Das macht mich traurig. Egal. Wir haben uns jetzt einen tollen kleinen Flitzer gemacht. Schade, dass das nicht noch drauf passt. Ha! Warnlichter oben drauf. Wer hat sowas denn bitte? Machen wir... Was machen... Ich will noch gern was drauf machen, aber ich weiß gerade nicht was. Machen wir das. Genau. Das Teil sieht zwar jetzt sowas von überladen aus und unser Fahrer kann zwar nichts mehr sehen, aber das interessiert uns einen Scheißdreck, weil mit dem Teil sollen wir noch fahren. Und wenn das ein Boost wäre, also wenn das so die so solche Turbinen wären, dann wird dem Fahrer sehr, sehr schnell heiß. Sehr schnell heiß. Und wir waren stehen geblieben bei dem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Grand Prix von Gypsy Moth. Wo wir einige Hassstrecken von mir nochmal links rumfahren. Episch. Episches Mutterschiff. Komm runter, ich will den Text lesen. So. Du glaubst also, dass du gegen einen alten Hasen wie mich gewinnen kannst. Das möchte ich sehen. Der Wagen ist toll. Ich freue mich auf den Bausatz. Mit oder ohne Turbo? Ohne! Wir spielen ohne Turbo. Turbo ist lame, sowas wollen wir nicht. Was ist... Okay, ich hätte es doch gern Turbo gehabt. Verdammt. Nein, nicht nochmal. Nicht nochmal. Ah, diese... asozialen Viecher. Ich kam mir gerade kurz vor wie auf dem Mond. Da. Nein, das ist doch... das war knapp. Aber jetzt brauche ich den Boost. Und dann geht's auf und davon. Ich finde den
neuen Wagen irgendwie toll, der hat was. Und ich muss jetzt aber nur aufpassen, dass dieser komische Gipfelmoth nicht irgendwie zu nah an mich rankommt. Geht das, geht das, geht das? Nein, geht nicht. Verdammt. Ah, das war knapp. Wieso sind die schon wieder so weit vorne? Das nervt. Auf geht's! Zweiter... Was? Zweiter? Ach, je. Also, den ersten Platz werden wir diesmal wahrscheinlich nicht bekommen. Autsch. Obwohl, mit etwas Glück kann es noch klappen. Ich bin einfach mal positiv. Ha! Zumindest haben wir dem noch die Punkte abgeluchst. Valla the Witch. Die ist vor uns gewesen. Valla the Witch, blöde Bitch. Auf geht's, weiter geht's. So, die Strecke auf links gedreht. Ich drehe euch gleich auf links. Weil ich krieg kein Turbo. Ich krieg's irgendwie doch nicht hin. Ach, verdammter Mist. Naja, jedenfalls habe ich jetzt schon mal die zwei Stacks. Hab keinen Boost. Das hätte ich mir sparen können. Ich wollte jetzt schon Basil sagen, Quatsch. Der Gipsy ist schon so weit vorn, das ist mies. Ja, und wir nehmen Items auf, die uns nichts bringen. Aber der Boost bringt uns was. Meine Fresse, Leute, lass es doch mal. Nein. Bringt der Boost so überhaupt irgendwas? Ah, Mann, Leute. Okay, ich glaube, das Rennen kann ich vergessen. Ja, das kann ich sowas von vergessen. Ach Gott. Ich bin vierter Platz, das kann doch nicht angehen. Das wird doch nicht der erste Grand Prix sein, den ich verliere. Ich will nicht abkacken. Aber die sind mittlerweile echt aggressiv geworden. Wehe, wehe. Was? Ich hab doch getroffen! Na toll. Hier, weißt du was? Genau. Ja, genau. Sehr nett. Solange ich noch die Möglichkeit habe, Zweiter zu werden, ist noch alles im Gute. Wenn ich es denn nicht versaubeute. Der vorne mir sagt, Fehler machen, bitte, bitte, bitte. Da sind 20 Punkte Unterschied. Nein, ich krieg's nicht hin. Nein! Verdammt! So ein Bockmist! Insectoid Queen Gipsy Moth. Ach, das ist eine Queen. Gut zu wissen. Jetzt habe ich 10. Jetzt muss ich die beiden Rennen gewinnen, sonst bin ich am Arsch. So ein verdammter Bockmist, so eine Scheiße. Wieder sind die so weit vor, das geht doch nicht an. Und kein Arsch
auch ich nicht. Komm an dieses beschissene Upgrade. Ja, Leute, komm, es reicht. Hört auf damit. Wie gut die mit der Zeit sind. Ja. Hallo, Buchprozess und Zielmodus. Oh, Mann, Leute. Das kackt doch ab. Schießen die mich gleich bestimmt wieder ab. Aber ich brauche ein Turbo. Ich brauche schlichtweg ein Turbo. Dann bin ich glücklich, hoffe ich. Ah. Da ist der Turbo. Mann. Das ist nachher so böse, weil vor allem am Ende der Rocket Racer, der nimmt sich nur noch die Grünen, glaube ich, und flitzt damit nur noch mit Warp über die ganze Map. Das ist so nervig. Aber ich bin jetzt knapp 4 Sekunden hinter denen. Da kommt man doch nicht rum. Ah, shit, shit. Nein! Ah, das kann ich doch vergessen. Okay, diesen Grand Prix habe ich verloren. Ah, scheiße. Ich bin Perfektionist, das regt mich auf. Ich will, dass die Sachen funktionieren. Ja, toll. Ah, wenn man zweiter Platz wird, bringt einem das nicht mal Blumenkübel oder so. Und tschüss, weg. Soll ich die letzte Strecke jetzt auch noch machen? Ich meine, die nervt. Auf links und ich schaff's eh nicht. Außer Gypsy Moss kommt echt auf den dritten. Na, egal. Ein Versuch ist es wert. Komm. Das gibt's nicht. Und es soll einfach nicht sein. Ich reg mich gar nicht auf. Die werden nach einer Zeit so hart, die Gegner. Ja, richtig so. Ach Leute. Jetzt. Oh! Das kann doch nicht wahr sein. Ich fühle mich echt so, als wollen die mich gerade die ganze Zeit nur treffen. Wo kam das denn her? Ach, jetzt wechselt der den Scheiß auch noch aus. Oh Leute, ja, den Grand Prix habe ich sowas von verkackt, das muss ich nochmal machen. So eine Scheiße. Am Anfang, alles ohne Probleme funktioniert. Ach, was ist das denn bitte? Hier, fliegt weg. Wie weit der ist, das ist unglaublich. Ah, toll. Jetzt nehme ich nur diese schwule Sonde ab. Das war's, Leute. Ich hab den Grand Prix verloren. Das regt mich auf. Aber das Ariel P wird nicht aufgeben.
Ich werde den ganzen Scheiß Bockmist nochmal versuchen. Aber Silber ist auch eine tolle Farbe. Nur wir kriegen den Aufsatz jetzt wohl nicht. Aber ich will den Aufsatz kriegen. Und ich will erster Platz sein. Ich will. Ja, Zugriff auf eine neue Runde. Das ist Rocket Racer. Ich bin am Arsch. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.